Wie kann man auf den heutigen Absatzmärkten Erfolg haben? Als Industrieunternehmen müssen wir hier noch ergänzen, weil diese Fragen hier im Moment aus diesem Bereich kommen. Als Industrieunternehmen, wie kann man auf den heutigen Absatzmärkten Erfolg haben? Aber vielleicht gilt die Antwort auch allgemein. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn man das wüsste. Ja, wenn man das wüsste. Aber ein paar Faktoren lassen sich herausarbeiten. Es sind im Wesentlichen drei Faktoren. Einmal Kunden einbeziehen bei der Produktgestaltung. Ja, hör auf deinen Kunden und wenn der am Auto an der Stelle deine Zierleiste haben will und das eine genügende Anzahl von anderen Menschen auch möchten, dann ist es sinnvoll, das zu tun. Ja, was in den 50er, 60er Jahren, ja, vor allem 60er Jahre, als die Automobilproduktion da so richtig losging in Deutschland, noch völlig undenkbar war, ist heute, ich will nicht sagen Alltag und Standard, aber ist heute sehr stark vertreten. Ja, den Kunden einbeziehen bei der Produktgestaltung, auch beim Bau eines Autos. Ja, dann Veränderungen der Kundenwünsche genau beobachten und reagieren. Veränderung der Kundenwünsche genau beobachten und reagieren. Manche Unternehmen schaffen sogar die Kunst des Vorheragierens, ehe der Kunde überhaupt weiß, dass er da ein Bedürfnis hat. Apple kam mit den Pads genau zur richtigen Zeit. Ja, wenn Sie mal da so ein bisschen recherchieren, dann werden Sie feststellen, dass Bill Gates Jahre vorher schon mal sowas wie ein iPad so in der Art präsentiert hat. Aber da war die Entwicklung der Kundenwünsche noch nicht so weit. Also reagieren bzw. agieren, das ist natürlich eine große Kunst, das können nur wenige. Aber sicher ist, die Kundenwünsche verändern sich. Und das Dritte, neue bzw. veränderte Produkte. Ja, das ist das, was ich im Grunde gerade schon gesagt habe. Man muss dann auf die Kundenwünsche reagieren bzw. agieren mit neuen oder angepassten, veränderten Produkten. Ständiger Wechsel ist im Grunde heute das bestehende Prinzip. Ja, neu ist das Wort, das jeder hören will. Da kommt wieder was Neues, das ist das Neueste, das ist das Neueste. Und manchmal ist es sogar so, dass man als Kunde irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss, jetzt was zu kaufen und nicht immer auf die neueste Neuerung zu warten. Ja, das ist allerdings auch so eine Entwicklung, die das hier mit sich bringt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.